Bei BU-Beratung, also Berufs- und Fähigkeitsberatung, finde ich immer wieder, naja, ich sag mal, katastrophale Zustände. Und mir fallen immer wieder zwei Hauptfehler auf. Ein Hauptfehler ist, das habe ich schon mal gesagt, zu niedrige BUs. Jetzt hatte ich wieder so einen Fall und 500 € Berufs- und Fähigkeitsrente und habe gefragt, warum. Jetzt muss man dazu sagen, der Kunde sagte dazu, naja, da war ich gerade in der Lehre, habe ich gerade angefangen und da ist ja besser als nichts. Dann sage ich, nein, nichts ist besser als das. Sagte, ja, aber warum? Und dann habe ich schon mal eine, sagte, naja, aber du schließt sie doch jetzt ab, falls nächsten Monat was passiert. Und wenn nächsten Monat was passiert, ich habe das übrigens in einem meiner, also beim Kunden in meinem Kundenstamm, in der Ausbildung ist ein Öltank explodiert. Also du schließt es ja, der kann wieder arbeiten, aber trotzdem war es eine ganze heftige Zeit. Also du schließt es doch dafür ab, jetzt, falls nächsten Monat was passiert. Naja, und wie lange kommst du dann mit 500 € klar? Wie sollen das mit 30, mit 40, mit 50 funktionieren? Sagte, das ist einfach Quatsch. Es ist nicht richtig, so eine Berufsunfähigkeit zu machen. Egal wie, 500 € ist einfach Quatsch. Das ist niedriger als Hartz-IV-Satz. Der Einzige, der sich freut, ist Vater Staat oder beziehungsweise Vater Staat muss weniger dann zuzahlen. Dann empfehle ich lieber, dass man eine sogenannte Starter-Variante nimmt. Das heißt, das ist genau für solche Kunden gedacht, damit man eben so einen Quatsch nicht macht, wo man die ersten 5 Jahre nur die Hälfte bezahlt. Es gibt auch welche, da zahlt man, das ist dreifach gestaffelt. Und danach, nach 5 Jahren, geht dann der Beitrag erst hoch. Es gibt übrigens ein paar von der Konkurrenz, die solche Verträge für nicht sinnvoll halten, weil sie glauben, dass nach 5 Jahren die Leistung sich halbiert, was natürlich Quatsch ist, sondern der Beitrag passt sich eben entsprechend an. Das aber nur mal am Rande, das habe ich nämlich bei Mitbewunderern auch schon gesehen. Also so eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung ist einfach Quatsch. Niemand braucht die. Und auch das Argument, ja, dann hast du sie schon mal, wer weiß, was später ist, nach der Lehre kannst du sie immer noch aufstocken. Ja, da kannst du dir auch, in dem Fall hat das jetzt bei dem Kunden, der jetzt die letzte Woche war, hat es 40 € gekostet, der spart dir doch die 3 Jahre mal 40 €, also knappe 1500 €. Das ist unsinnig. Das Zweite, was mir oft auffällt, ist, dass viele oder manche empfehlen eine Single-BU und nicht kombiniert. Da kann man von mir aus sogar drüber reden, aber dann ist es aus meiner Sicht existenziell wichtig, dass man in die Altersvorsorgeverträge, also Lebensrentenversicherung, was auch immer, Riester, Basisrente oder betriebliche Altersvorsorge, nach Möglichkeit eine Beitragsbefreiung bei Berufsunfähigkeit einbaut. Weil spielen wir auch diesen Fall mal durch. Der Kunde wird mit 30, mit 40 berufsunfähig, was auch immer. Dann arbeitet er ja nicht mehr. Und wenn er nicht mehr arbeitet, dann hat er auch kein Brutto mehr. Und wenn er kein Brutto mehr hat, fließt auch kein Geld mehr in die gesetzliche Rente. Das heißt, die Planung von der gesetzlichen Rente im Alter, die ist ja auch futsch. Und dann ist er berufsunfähig. Und jetzt habe ich tatsächlich die Diskussion mit Marktbegleitern, also Marktteilnehmern gehabt, die wirklich gesagt haben, ja, dann mache ich lieber die BU ein bisschen höher, weil es ist rechnerisch, rechnet sich das besser, da kann der Kunde davon seine Berufsunfähigkeitsversicherung zahlen. Da muss ich wirklich ich weiß, ich komme aus Hanau, das ist die Märchenstadt, ne, die Brüder Grimmstadt. Aber dieses Märchen glaubt doch bitte nicht wirklich jemand. Also auch das denken wir mal durch, dass ein Kunde, der berufsunfähig wird, also dem sein Körper ihm signalisiert oder der Kopf signalisiert, pass auf, so richtig fit bist du nicht mehr. Dass der, wenn er jetzt berufsunfähig wird und eine Rente bekommt von der Versicherung, egal wie hoch die jetzt ist, dass er sagt, also pass auf, meine erste Priorität ist meine Altersvorsorge. Definitiv, das muss geregelt sein. Und weil ich jetzt nichts mehr in die gesetzliche einzahle, erhöhe ich das auch noch ein bisschen. Mal ganz im Ernst, das glaubt doch niemand. Das ist doch Märchen. Das passiert doch nicht einmal von 100 Fällen. Niemand wird doch in dieser Situation sagen, wenn der Körper kaputt ist, dass er an seine Altersvorsorge denkt. Sondern da will man das Leben vielleicht so genießen, so gut wie es noch geht, oder vielleicht braucht man auch das Geld für Medikamente. Aber eins passiert mit Sicherheit nicht, nämlich dass jemand davon, und das kann rechnerisch 5-mal stimmen, in der Praxis, also hat das überhaupt gar keinen Platz. Das ist rein Theorie. Da frage ich mich manchmal, ob manche, die in dieser Branche beraten, von lauter Produktvergleicherei und Produkten die Praxis vergessen haben. Nein, das geht nicht. Das macht auch niemand. Wenn ich eine vernünftige Absicherung haben will im Falle der Berufsunfähigkeit, dann brauche ich eine Berufsunfähigkeit aus meiner Sicht gerne eingepackt in einen anderen Vertrag, zum Beispiel in eine Basisrente oder in eine betriebliche Altersvorsorge. Das hat auch ein paar Nachteile, das passt vielleicht hier nicht hin, aber auf jeden Fall hat es den großen Vorteil, dass der Gesamtvertrag, also auch der Sparanteil, dann von der jeweiligen Versicherung übernommen wird und bei einigen Verträgen sogar dynamisch. Das heißt, dass ab dem Zeitpunkt der Berufsunfähigkeit der Beitrag jedes Jahr eben um 6, 8, 10%, was man auch immer vereinbart hat, angepasst wird. Also man kann viel falsch machen bei der Berufsunfähigkeit. Was man aus meiner Sicht kaum falsch machen kann, ist, dass man sich für das falsche Produkt entscheidet. Weil es gab jetzt wieder irgendein Morgen-in-Morgen-Rating. Da haben, glaube ich, 95%
aller Tarife sind sehr gut, gut oder mindestens befriedigend. Und ich glaube, 60-65% sehr gut oder gut. Also ich weiß, das gefällt nicht jedem, aber vom Grundsatz kannst du damit gar nicht so viel falsch machen. Viel wichtiger ist, und genau dafür brauchst du den Berater, dass du es richtig machst, dass du, wenn du berufsunfähig wirst, nicht nur bis zur Hälfte denkst, sondern dass du die Nummer komplett durchdenkst und dass du auch keine Mini-BOs machst. In diesem Sinne.